Ein Herz erfrischendes Moin Moin und willkommen zurück zu Fallout 3. Jawohl, es geht weiter. Diesmal aber ohne Quest, sondern, jawohl, mit den beiden Erkundungen bzw. Erfindungen wollte ich gerade sagen. Das passt auch nicht so wirklich. Auf jeden Fall werden wir die beiden Orte aufsuchen, wie schon vorher angekündigt, Tempel der Einheit, Canterbury Commons. Die restlichen sind ja alle Quest wichtig. Das heißt, wir werden da Washington Monument, Geschichtsmuseum. Lass mich kurz überlegen. War da nicht noch etwas? Auf jeden Fall irgendetwas sollte mich ja, glaube ich, noch ins Geschichtsmuseum führen. Ich hoffe, es verläuft heute alles nach Ihrem Geschmack. Aber natürlich. Waffen. Beim letzten Mal hatten wir ja die Schallgedämpfe vergessen. Diesmal nehme ich auch eine Fatman mit. Das Lasergewehr und Drohnenkallenklaue hier. Sind wir jetzt ein bisschen beladen, stark beladen, aber das stört uns jetzt erstmal wenig. Ich könnte ein paar Granaten hier lassen. Ich muss nochmal kurz überlegen, welche Quests führten einen nochmal ins Geschichtsmuseum? Das waren ein paar, aber ich weiß nicht mehr welche. Das hatte ich doch auch in der letzten Aufnahme gesagt gehabt. Scheiße. Naja, egal. Dann werden wir das in der nächsten Erkundungstour herausfinden. Ja, sehr schön. Sind wir eigentlich gut ausgeruht? Nee, falsch. Status. Effekte. Ja. Ausgeruht, Kopfbekleidung. Güterbahnhof Moresti oder Rock Creek. Ich glaube, vom Güterbahnhof ist es kürzer. Minefield. Da wollten wir auch noch mal hin. Stimmt, da war ja was. Gut, dann gehen wir von Moresti aus. Ich bin die ganze Zeit immer überlegen. Underworld. Underworld, dort geht's dann hin. Gab's da Quests, die da hinführen? Ja, doch. Geschichtsmuseum, genau. Ich weiß jetzt wieder, wo es vorkam. Genau. Nee, dann ist es wieder alles in Ordnung. Alles wie gewohnt. Müssen wir nicht hin. Sie waren irgendwann schon während der Quest, aber. Was haben wir denn hier? Ich bin noch nie gelandet. Okay, ich bin hier auch noch nie lang gegangen. Huch! Irgendwie habe ich gerade nur 20 FPS gerade gehabt. Das war ein bisschen sonderbar. Der Kleber, sehr schön. Da lang nicht, sondern da lang. Das Markierte haben wir bisher auch noch. Auch noch nicht entdeckt. Also wo wir eigentlich hinwollen. Das ist irgendwas anderes. Vielleicht ist es schon Minefield, aber das glaube ich nicht. Ich hoffe, das ist der Schrottplatz. Bisschen, weil eigentlich hoffe ich nicht, dass es der Schrottplatz ist. Das heißt, ich nehme vorsichtshalber schon mal Lasergewehr in der Hand. Denn es könnte sein, dass ich gleich schon beim nächsten Mal. Ach nee, das ist hier. Ah, ist ja nett. Ja gut, da können wir auch nochmal rüber gehen. Hier ist glaube ich nichts in der Nähe. Nee. Nee, der Schrottplatz ist dahinter. Und da gibt es nämlich einen Encounter. Agatha's Haus. Wie man sehen kann, ein Sendeturm. Geld. Vorkriegsgeld. Ganz nett. So, besuchen wir mal die Agatha. Ist eine ganz liebe. Moment, kurz Licht anmachen. Oh, je, Besucher hatte ich nicht. Oh. Ach du meine Güte, Ihre Reisen scheinen Ihnen viel abverlangt zu haben. Ach, nun schauen Sie sich meine fürchterlichen Manieren an. Ich bin Agatha. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Und?
Was bringt sie an einen so fernen Ort? Komisch, genau das wollte ich auch fragen. Ich stelle Nachforschung an, ich kümmere mich immer selbst um meine Angelegenheit. Das sollten Sie auch tun. Ich stelle Nachforschung an. Ehrlich, hier draußen gibt's nicht viel zu erforschen. Suchen Sie Sand, Steine, davon gibt's reichlich hier. Sie dürfen sich hier natürlich gern umsehen. Lassen Sie sich von mir nur nicht davon abbringen. Ich will Ihnen nur etwas Zeit sparen. Mein Mann baute unser Heim aus gutem Grund hier draußen. Gott hab ihn selig. Oh, Ihr Mann ist tot, das tut mir leid. Sie bekommen also nicht so oft besucht. Och, heul, ständig sterben die Menschen. Na, wir sind nett, ne? Herz für virtuelle Menschen und so. Danke für die Anteilnahme. Ja, er ist gestorben. Nachdem er unser Heim gebaut hatte, verbrachten wir noch viele glückliche Jahre zusammen. Wir beschlossen, den Kontakt zur Außenwelt abzubrechen und uns nur noch gegenseitig Trost und Gesellschaft zu leisten. Sie haben doch sicher nicht alle Kontakte abgebrochen, oder? Eine zerbrechliche alte Dame wie Sie sollte allein hier draußen vorsichtig sein. Eine alleinstehende alte Frau, was? Haben Sie irgendwas Wertvolles? Kommen Sie zur Sache? Brauchen Sie irgendetwas? Nicht hier draußen. Alt bin ich, aber zerbrechlich nicht. Ich kann immer noch allein zurechtkommen. Schließlich hat mir mein Mann so einiges beigebracht, um mich selbst zu verteidigen. Außerdem kommt hier einmal die Woche eine Handelskarawane vorbei. Sie würden mich vermissen, wenn ich nicht hier wäre. Was können Sie schon zum Tausch anbieten? Hört sich riskant an. Was ist, wenn die Karawane nie ankommt? Tauschen? Hier ist doch gar nichts. Sind Sie eine Prostituierte oder so? Was können Sie denn zum Tausch anbieten? Außer einem Dach über dem Kopf biete ich Unterhaltung an. Ich spiele Lieder auf meiner selbstgebauten Violine und verdiene mir so mein Brot. Manchmal spiele ich auch über das alte Radio meines Mannes. Die Leute der Karawane sagen, es stärkt in einsamen Nächten im Ödland ihre Moral. Ah ja. Ich schätze, eine selbstgebaute Violine lässt sich nicht so richtig stimmen. Das Radio ihres Mannes kann über das gesamte Ödland der Hauptstadt übertragen. Sie haben selbst eine Violine gebaut, beeindruckend. Na, war doch mit der Intelligenz. Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Bam! Ja, genau das ist mein Problem. Sie spielt nicht alle Noten korrekt und ich muss ständig daran herumbasteln. Das Radio Ihres Mannes, kann ich irgendwie helfen? Kommen Sie zur Sache, brauchen Sie irgendwas? Kann ich Ihnen helfen? Jetzt, wo Sie fragen, Sie könnten da tatsächlich etwas für mich tun. Meine Geschäfte hängen von meiner Violine ab. Ohne sie kann ich nicht spielen, keine Musik machen. Wenn Sie mir eine bessere Violine bringen könnten, würde ich mich viel sicherer fühlen. Eine Violine, glaube kaum, dass sie den Krieg überstanden hat. Ich bin interessiert, aber was bekomme ich dafür als Gegenleistung? Ich besorge Ihnen einen verdammten Mondstein, wenn Sie gut genug zahlen. Ja, wird schwierig sein, dass sie einen Krieg überstanden hat. Ja, sehr traurig, nicht wahr? Traurig, wenn man bedenkt, dass kein Musikinstrument jemals mehr der alten Bauweise entspringen wird. Naja, zum Glück weiß ich vielleicht, wo die letzte echte Violine der Welt zu finden ist. Wenn Sie mir Ihr Wort geben, dass Sie sie für mich suchen werden, erzähle ich Ihnen mehr. Ladykiller, wenn Sie mir doch nur etwas zum Schutz geben könnten, meine Liebe. Ich möchte Ihnen helfen, aber eine Suche dieser Art ist ein großer Aufwand. Ich brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Reden ist einfach, um mal den Kram zu besorgen, aber nicht gut. Sie haben mein Wort, ich werde mein Bestes tun. Die Violine nicht aufzutreiben, ich brauche etwas Zeit, um drüber nachzudenken. Ich verstehe. Bitte verwechseln Sie meine Ausflüchte nicht mit Misstrauen. Ich bin nur vorsichtig. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Haben Sie beschlossen, mir eine Violine zu besorgen? Ich möchte Ihnen helfen, aber eine Suche dieser Art ist ein großer Aufwand. Wo nichts ist... Bis gleich. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Vielleicht habe ich Ihre Bedürfnisse etwas außer Acht gelassen und nur an mich gedacht. Ich habe ein wenig Munition, die mein Mann zurückgelassen hat. Eine Schachtel mit Krimskrams. Ich habe sie seit Jahren nicht geöffnet. Wenn Sie das für mich tun, können Sie sich alles nehmen, was Sie benötigen. Ergänzt das Munitionskistenschlüssel. Gut, Sie haben mein Wort. Ich werde mein Bestes geben, die Violine aufzutreiben. Ach, ich war schon seit Jahren nicht mehr so glücklich. Hier, wie versprochen, der Schlüssel zur Munitionskiste. Sie steht unter dem Radiotisch. Bevor Sie gehen,
habe ich noch ein paar Informationen, die Ihnen vielleicht helfen. Zumindest weiß ich, wo Sie mit Ihrer Suche beginnen können. Es begann alles mit meiner Urgroßmutter Hilda, damals im Jahre 2077. Das war, bevor die Bomben fielen. Haben Sie Unterlagen von damals? 2077, das ist so lange her, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Tut mir leid, dass ich störe, aber wo finde ich die Violine? Haben Sie Unterlagen? In gewisser Weise schon, ja. Hilda hat jede Menge Briefe an meine Urgroßmutter Mary geschickt, die sie dann weitergegeben hat und so weiter. Ich glaube, wir können den Briefwechsel als eine Art Tagebuch betrachten. Das übertrifft meine Vorstellung. Das hört sich jetzt schon nach einem furchtlosen Unterfangen an. Ein berühmter Mann sagte einmal, dass Geduld mit Weisheit einhergeht. Wenn Sie Ihren Mund halten und zuhören, lernen Sie vielleicht etwas. Auf jeden Fall war Hilda eine ganz besondere Frau. Sie hatte eine klassische Ausbildung und war eine außergewöhnlich begabte Violinistin. Ihr ganzer Stolz war ihre Stradivari. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Instrument unglaublich schön gewesen sein muss. Als der Krieg ausbrach, hat Voltec sie in die Vault 92 eingeladen. Sie behaupteten, die Vault wäre der Erhaltung von Musiktalenten gewidmet. Musikalisches Talent, warum sollte Ihnen das wichtig sein? Diese Violine, die Sie hatten, war die wertvoll? Nein, vergessen Sie die Geschichte, kommen wir zur Sache. War sie wertvoll? Sie ist unersetzlich. Die Stradivari-Violinen sind so einzigartig wie ein Gemälde oder eine Skulptur. Jede ein Kunstwerk für sich. Ich glaube, die Gelegenheit, dieses feine Instrument zusammen mit ihren versierten Musikerkollegen zu spielen, bedeutete Hilda sehr viel. Dann fielen die Bomben. Die Vault wurde versiegelt und meine Familie hat nie wieder von ihr gehört. Wie können Sie nach 200 Jahren sicher sein, dass die Violine noch ganz ist? Ich soll meinen Arsch für eine Violine riskieren, die wohl schon verrottet ist? Nee. Sie bewahrte sie in einem speziellen Druckkoffer auf, in dem die perfekte Temperatur und Luftfeuchtigkeit für das Instrument eingestellt waren. Wenn der Koffer noch intakt ist, sollte es die Stradivari auch sein. Hildas Stradivari-Violine wurde Sual Stradivarius genannt. Alle Stradivaris hatten Namen und ich will die Sual. Irgendeine Ahnung, wo Vault 92 liegen könnte? Was soll ich denn machen? Das Ödland durchstreifen und nach Violinen fragen? Das ist der Haken. Ich weiß nicht, wo sie ist. Für den Anfang wäre ein guter Ort der Vault-Tec-Hauptsitz in den Ruinen von DC. Viel Glück! Na gut, reden wir nochmal mit ihr etwas. Und wir haben eine neue Quest. Agatha's Lied. Und reden wir mal mit ihr von oben nach unten. Erzählen Sie mir etwas über Ihre Urgroßmutter. Oh, warte mal, so heißt Stradivarius aus Vault 92 Bergen, optional den Vault-Tec-Hauptsitz finden. Passt. Erzählen Sie mir etwas über Ihre Großmutter. Sie war eine ganz besondere Frau. Hilda war ihr Name. Klassisch ausgebildet und hochbegabt im Violinenspiel. Ihr ganzer Stolz war ihre Stradivari. Oh Gott. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Instrument unglaublich schön gewesen sein muss. Als der Krieg ausbrach, hat Voltec sie in die Vault 92 eingeladen. Sie behaupteten, die Vault wäre der Erhaltung von Musiktalenten gewidmet. Glücklich nahm sie das Angebot an. Kurz nachdem sie in die Vault 92 gegangen war, fielen die Bomben. Mehr weiß ich auch nicht. Was wissen Sie über die Soal Stradivarius? Leider weiß ich nicht sehr viel. Sie wurde im Jahre 1714 von einem berühmten italienischen Kunsthandwerker namens Antonio Stradivari gefertigt. Er baute sogar einen ganzen Haufen dieser Stradivari-Violinen und jede erhielt ihren eigenen einzigartigen Namen. Sie gelten als die hervorragendsten Instrumente, die jemals gefertigt wurden. Und keine klingt wie die andere. Unglaublich. Da die Bomben die Welt weitgehend in Schutt und Asche gelegt haben, ist davon auszugehen, dass es die letzte erhaltene Violine ihrer Art ist. Kann jemand mal in den Kommentaren schreiben, ob das wirklich so stimmt, was sie sagt oder nicht? Also ich kenne mich jetzt mit Violinen nicht aus, ich kenne mich mit Schlagzeugen aus, ich kenne mich mit Klarinetten aus, aber
mit Violinen ist es, ja, ich weiß auch auf jeden Fall auch, dass es auf jeden Fall auch davon abhängt, welche Saiten drin sind, und irgendwie spinnt gerade mein Kopfhörer. Moment kurz. Ja, ich höre mich gerade selbst nicht. Moment, ich hol mal kurz andere Kopfhörer. Die haben gerade ihren Geist aufgegeben. Moment, da kann ich ja auch, wie erkenne ich die Stradivari, wenn ich sie sehe? Ja. Hört mal zu. Nun, ich konnte den Tagebüchern meiner Urgroßmutter entnehmen, dass dafür ein Spezialdruckkoffer angefertigt wurde. Hoffentlich befand sich die Swal Stradivarius im Koffer, als sie... Nun, Sie wissen schon. Ja, wir haben mal gerade was gekriegt, das werde ich mir auch gleich angucken. Ist die Stradivari eine Tonne Kronkorken wert? Ich hoffe, Sie haben nichts Unehrliches vor. Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Ja, Wort gegeben. Also, ich kann jetzt so gerade nicht zuhören, weil wegen... meine Funkkopfhörer gerade ihren Geist aufgegeben haben. Und ich gerade versuche, meinen anderen Kopfhörer hier aus dem Kabelsalat rauszukriegen. Ich höre dann auch immer so mit einem, höre mit einem Ohr zu. Ja, ich schaue da mit einem Auge immer noch so ein bisschen drauf. Gott, hat sie gerade ein komisches Gesicht. Und versuche, Moment, aha, ich höre mich wieder. So, und habe gerade versucht, nur irgendwie leise gerade auf den anderen. Habe ich hier vielleicht noch irgendwo welche? Ach, meine PSP-Kopfhörer, die ich ja davor immer bei Aufnahmen hatte. Moment kurz. Na gut. Beziehungsweise, ich habe da immer mit einem Auge drauf geguckt, was sie da ungefähr redet. Wir werden es schon finden. Die ist im Koffer, und wenn wir den Koffer finden, finden wir auch die Violine. Und ja, wir haben auch ein Bild gekriegt, glaube ich, war das. Wissen Sie irgendetwas über Vault 92? Tut mir leid. Ich weiß leider nur, dass Vault-Tec diese Vault als geschützte Umgebung für die weltbesten Musiktalente vorgesehen hatte. Als die Bomben fielen, wurde die Vault versiegelt. Weiter ist nichts bekannt. Falls Sie sie finden, können Sie ja vielleicht anhand dortiger Aufzeichnungen enthüllen, was sich zugetragen hat. Ja, da ist mir gerade mein PSP runtergeschmiert. Ich geh aus. So. Dann muss ich nur noch in der richtigen. Achso, Vault 92 Bomben und so. Können Sie mir etwas über den Hauptsitz von Vault-Tec erzählen? Soweit ich gehört habe, soll das Hauptquartier in den Ruinen von DC liegen. Das habe ich von einer der Versorgungskarawanen erfahren. Sie erzählten mir, dass die Vault über extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen verfügt und sich drinnen ein sogenannter Zentralrechner befindet. Ich kann mir vorstellen, dass es da ziemlich gefährlich ist. Wenn ich Sie wäre, würde ich vorsichtig sein. Die ist ja witzig. Haben wir noch irgendwas zu bereden? Nee, schade. Okay, ich habe auch die Kopfhörer gefunden. Muss ich nur noch... Hilfe. So, die anderen kann ich wegschmeißen. Einfach aufs Bett damit. So. Aha. Oh. Ah, Hilfe, laut. Aber auf jeden Fall höre ich jetzt wieder was. So. Und zwar besser als mit den anderen Kopfhörern. Ich habe nur Angst, dass mir dann plötzlich das ganze Trommelfell wegfliegt. So, ich muss jetzt gehen. Seien Sie vorsichtig. Ich möchte nicht für Ihren Tod verantwortlich sein. Ja, passt schon. So, wir haben ja Schlüssel gekriegt für den hier. Mal schauen, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall Munition. 308, 44er, 10mm, 5mm, 5,56 mm, Energiezellen, Mikrofusionszellen, Mini-Atombombe, Rakete. Amateurfunkbox. Ich habe so das Gefühl... Geben Sie mir Bescheid, wenn ich... Nein, Moment, nee, das geht nicht, das ist falsch gerade. Moment, es gab ja noch einen anderen Sprachcheck, und der wäre dafür gewesen, dass wir als Belohnung noch eine weitere Waffe kriegen. Hat sie aber nicht gesagt, das heißt, wir werden sie nicht kriegen. Das heißt, ich werde nochmal laden müssen.
Ja,